mit einer weiteren Folge Pokémon Silberne Edition. So ist es. Morphos hier und Bloody als Spieler, Spielleiter. Wir sind gerade in Rosalia City angekommen, weil wir, was war das für Wir sollen Lin? Für Professor Lin zu Mr. Pokémon gehen. Und naja, jetzt quatschen wir erstmal diesen alten Mann an, weil der steht hier so fantastisch gerade da und ich mag ihn total. Du bist doch ein Anfänger, oder? Das ist okay. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn du willst, bringe ich dir ein paar Tricks bei. Und ja, das man wollen wir tatsächlich. Angebot nicht jeden Tag erhält, folgen wir natürlich diesem sehr freundlichen. Das ist ein Pokémon-Center. Hier kannst du deine Pokémon heilen. Du wirst diese Dienste sehr oft in Anspruch nehmen müssen. Das hier ist ein Pokémon-Supermarkt. Einer kann man kein Pokémon kaufen, sondern Bälle, mit denen man Pokémon fangen kann. Außerdem findest du hier viele nützliche Items. Zur Route 30 geht es hier entlang. Du wirst dort auf viele Trainer und ihre Pokémon treffen. Wie du sehen kannst, befinden wir uns hier mehr. Manche Pokémon findet man nur im Wasser. Interessant. Großes Vertrauen. Tja, hier ist mein Haus. Danke, dass du mir Gesellschaft geleistet hast. Bin ein armer Mann und deswegen gebe ich dir dieses Präsent. Silber erhält ein Kartenmodul. Der Pokémon von Silber verfügt nun über eine Karte. Der Pokémon wird vielseitiger, wenn du ihn mit Modulen erweiterst. Ich wünsche dir viel Glück für deine Reise. Ja, ich sehe, ich bin also nicht der Einzige, der Pokémon statt Pokécom sagt. Ja, ist ein bisschen verwirrend. Wir sind in Rosalia City, die Stadt der duftenden Blumen. Ja, seit der zweiten Generation haben auch die Städte immer irgendeine. Oder war das in der ersten Generation schon? Nein, ich glaube nicht. Tatsächlich. Nee, doch. Nee. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, doch. Ja. Und das ist das Haus des Fremdenführers. Der hat nur auf uns gewartet, danach ist er nach Hause gegangen, weil er weiß, kommen hier keine Fremden mehr. Da haben wir Schwester Joy. Guten Tag. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja. Okay, wir benötigen deinen Pokémon. Düm, düm, dü, dü, düm. Das Geräusch hat sich nicht verändert. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Hier sagt sie jederzeit, ich glaube später in den Spielen sagt sie, komm bald wieder vorbei. Wo man sich dann so fragt, Moment, du willst, dass meine Pokémon bald wieder krank sind? Was bist denn du für ein Miststück? Sag ich weiß, man du wirst du bald wiederkommen, du Losche. Kampf, ja, wir können uns Pokebälle kaufen. Ein bisschen eindecken. Und seht auch ihr natürlich, seht ihr die Pokebälle, die man kaufen kann? Aber wir kaufen mal. Immer gut, ein bisschen Gegengift dabei zu haben. Wir kaufen vier Tränke. Und zwei Gegengifte. Zwei, mach mal drei, komm. Und ein Paraheiler. Ein Aufwecker brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dam, bam, bam, bam. Und wir quatschen jetzt hier gerade mal nicht mit jedem, das können wir später machen, weil wir müssen ja noch zurück nach Neuburg, ja. Bestimmt. Dum, dum. Immer wieder eine Freude, durchs hohe Gras zu gehen und wirklich nichts. Das ist ein Obstbaum. Oh, das ist eine Beere. Wer hätte es erwartet? Beere erhalten. Silver steckt Beere in Itemtasche. Ja, das Silver steckt Beere in Itemtasche. So. Du weißt, dass Pokémon Beeren fressen. Die KP meiner Pokémon sind gestiegen, weil sie eine Beere fressen. Hier, ich teile mit dir. Silver erhält eine Beere. Haha, wir haben den Typen gerade eben schon ausgeraubt und jetzt schenkt er uns noch eine Beere. Das ist schon, vielen Dank. Ja. Dein Text. Suche in Bäumen nach Beeren. Sie fallen einfach herunter. Suche in Bäumen nach Beeren. Sie fallen herunter. Warum suchen wir da nicht unter Bäumen nach Beeren? Wohl war es. Ja, weil doch jeder weiß, dass Beeren nicht auf Bäume klettern. Also, manchmal. Ja, das Haus von Mr. Pokémon ist gleich da vorne. Okay, vielen Dank für diese... Ah ja, da wird gerade gekämpft. Wir können diesem Kampf nicht beiwohnen, soweit ich weiß, aber wir können zugucken, wie sich die Sprites, also die Bilder der Pokémon, sich gegenseitig anrempeln. Ja, also irgendwie... Da vorne heißt rechts. Kommen wir da nicht lang anscheinend? Also nehmen wir den richtigen Weg. Das Haus von Mr. Pokémon, immer geradeaus. Da gibt es Leute, die stellen einfach so ein Schild 20 Meilen vor ihrem Haus auf. Hier, wenn du hier weiterkommst, wenn du hier weitergehst, kommst du zu meinem Schild. Kommst zu meinem Schild, genau. Ich möchte eigentlich noch ein bisschen trainieren. Ah, wie gerufen. Taubsee. Bam, bam, badam, bam, badam.
Tackle? Volltreffer. Das macht Rauchwolke. Probier im nächsten Kampf mal Rauchwolke. Du weißt nicht, was Rauchwolke macht? Nein, aber die Zuschauer, Zuhörer vielleicht nicht. Zuhörer, das ist doch kein. Oh, so, ich sage voraus. Was denkst du, was ist das für eine Beere? Ich glaube, dass da eine Johannisbeere drin ist. Ich meinte das eigentlich ernst. Da ist eine Giftbeere drin, wenn mich nicht alles täuscht. Ist in Ordnung. Hey, das ist eine Giftbeere. Giftbeere. Sehr schön. Giftbeere erhalten. Also wir sehen, es gibt nicht nur die klassischen Beeren, sondern auch die Items aus dem Markt ersetzen. Oh, hallo. Du musst Silver sein. Professor Lind sagte, dass du kommst. Professor Lind soll das hier untersuchen. Silver erhält Rätselei. Silver steckt Rätselei in Basis-Items. Ich kenne ein Paar, das eine Pension leitet. Sie gaben mir das Ei. Ich war derart fasziniert, dass ich Professor Lind eine E-Mail schrieb. Was die Entwicklung von Pokémon betrifft, ist Professor Lind eine Kapazität. Sogar Professor Eich schätzt ihn sehr. Ich gehe davon aus, dass Professor Lind mehr darüber weiß. Da haben wir ihn, ein Stück aus der Vergangenheit, Eich. Aha, du bist also Silver. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin von Beruf Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon. Ich hörte, du hast etwas für Professor Lind besorgt, also habe ich gewartet. Oh, was ist das? Ein seltenes Pokémon. Mal sehen. Ich verstehe. Ich weiß, warum Professor Lind dir ein Pokémon für die Besorgung gab. Für Forscher wie Professor Lind und mich sind Pokémon unsere Freunde. Er erkannte, dass Pokémon liebevoll und umsichtig, dass du Pokémon liebevoll und umsichtig umsorgst. Ah, du scheinst zuverlässig. Möchtest du mir auch helfen? Dies ist die neueste Version des Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Es ist eine Art Hightech-Lexikon und schon haben wir den Pokédex. Triffst du auf viele verschiedene Pokémon und vervollständige den Pokédex. Ich bin schon zu lange hier. Ich muss nach Dukatia City zu meiner Radioshow. Haha, Silver, ich zähle auf dich. Selbe Mission wie im ersten Teil. Kehrst du zu Professor Lind zurück? Dein Pokémon sieht müde aus. Du solltest eine Pause einlegen. Und wir haben ein Rundum-Versorgungspaket. Wir kriegen ein Ei, wir kriegen ein Pokédex, wir werden geheilt. Ich bin auf dich angewiesen. Das merkt man. Danke, Mr. Pokémon. So, leider können wir uns hier nicht hinsetzen. Ich würde mich da jetzt gerne hinsetzen. Der Pokédex. Wirf doch mal einen Blick drauf. Oh, wir kriegen einen Anruf. Klingeling, klingeling. Hallo, Silver. Es ist eine Katastrophe. Es ist einfach schrecklich. Was soll ich tun? Entschuldigung, Leute, das musste sein. Nein, bitte, komm hier zurück. Klick. Tüt. Sie müssen auf den Knopf drücken. Klang tragisch. Wir werden schauen, klingt was mit dem Arm Professor Lind los ist. Klingt tragisch. Ist es in aber diesen auch. Blumen gibt es übrigens keine Pokémon. Da ja. Du so lange es ist trotzdem willst. Lustig. Sind auch Myraplas oder sonst was. Wäre witzig. Den Pokédex fand ich immer sehr witzig, weil ich mir so überlegt habe, wieso hat er auf einmal die Information, wenn man das Vieh gefangen hat, aber vorher nicht. Es ist immer gebeugt. Wird es angegriffen oder ist es überrascht? Schießen Flammen aus deinem Rücken. Es ist immer gebeugt. Was soll denn das heißen? Es ist immer gebeugt. Na, es läuft immer gebeugt. So, unten haben wir übrigens im Pokémon noch das Geb für geboren. Die Starter-Pokémon haben das Gebiet, wo man es finden kann. Ich habe immer gedacht, das heißt geboren. Das ist das Gebiet, wo man es finden kann. Aber die Starter-Pokémon haben keinen Fundort. Genau. Den Ruf, den es macht. Und wenn man einen Gameboy-Drucker hatte... Druckfehler. Ich habe mal ganz ruhig, man hört leise die Musik. Sehr leise. Und oben übrigens, oben rechts neben den Namen haben wir noch den Pfotenabdruck. Den Pfotenabdruck mit F. Sehr niedlich. Jeder kennt sie, die Pfote. Mal sehen, wie weit wir noch kommen werden. Ob wir es noch bis zu Professor Lind schaffen? Also jetzt in dieser Folge. Da haben wir ein Hornblu, berühmt durch seinen Giftstachel, weswegen wir natürlich die Giftbeere eventuell gebrauchen könnten. Rauchwolke, das Vieh kann noch. Ich glaube, es kann noch gar keinen Giftstachel. Die Genauigkeit ist bestimmt gesehen, ja. Jetzt sinkt meine Geschwindigkeit. Initiative. Für die Leute, die es nicht wissen, die Initiative ist der Wert, der beim Pokémon dafür sorgt, dass es zuerst angreift.
Wobei Hornio mit seinem Fadenschuss die Initiative oft so weit senkt, bis es so wie jetzt kann doch Giftstachel. Ungehemmt Giftstachel machen kann. Aber Giftstachel hat, glaube ich, nur eine 10%ige Chance zu vergiften. Also alles im Lot, Leute. Und schon ging die Attacke daneben. So viel zur Rauchwolke, die die Genauigkeit des Gegners senkt. Das bedeutet eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass Attacken daneben gehen. In der ersten Generation übrigens, wenn ich mich jetzt, ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen, aber war die Initiative, glaube ich, auch noch dafür zuständig, ob du triffst oder nicht. Also die Initiative hat so ein bisschen mit die Genauigkeit beeinflusst. Also ja, weil es gab einen Unterschied zwischen Attacke ging daneben und Attacke schlug fehl. Wobei Attacke ging daneben mit der Genauigkeit zu tun hatte und das Fehlschlagen einer Attacke tatsächlich mit der Initiative. Ein Kokuna, was das wohl einsetzen wird. Auch so eine Sache, warum können wilde Kokuna und Safkon immer nur Härtner? Die müssen sich doch auch aus ihren Vorentwicklungen entwickelt haben. Was haben sie mit den anderen Attacken gemacht? Ich meine, das sind letzten Endes auch nur Kokons, die rumliegen und da vergisst man schon mal viel, weißt du? Du bist den ganzen Tag zu Hause, weiß nicht, guckst, weiß nicht, schrecklich nette Familie, so als Pokémon, dann vergisst du schon mal, wie so ein Giftstachel geht, ne? Ich stell mir gerade vor, eine schrecklich nette Familie in der Pokémon-Welt, so mit Pokémon dann dabei und ihr seht, es ist ein Kampf. Auf Leben und Tod. Auf Härtner und Tod, genau. Dass Kokuna, weil es nur diese eine Attacke kann und das ist aus den ersten Teilen auch von Safkon und Kokuna bekannt, machen so oft Härtner, bis man verzweifelt nur noch Millimeter für Millimeter sich vorankämpft. Aber dafür kriegt man auch entsprechend der Anzahl der Attacken und der Länge des Kampfes mehr Erfahrungspunkte. Was? Ja. Cool. Siehst du? Es ist mir neu gewesen. Also, ihr dachtet wahrscheinlich, ihr seid hart, aber Kokuna hat Härtner. Gewöhnt euch bitte dran, das kann das kennen Sie schon. Achso, okay. Das ist ja nichts Neues. Das ist nichts Neues bei mir. Aber der Spruch wäre besser gekommen im Kampf, aber du warst leider so schön im Flow. Wir benötigen deine Pokémon. Dein Näh-Pokémon. Ja. Mein Näh-Pokémon. Ich habe kein Näh-Pokémon. Ich kann jetzt aber schnell zurück zu Lind, damit wir das zeitlich noch schaffen. Wir schauen mal, ob es tatsächlich... Moment, was? Jetzt was denn das für einer? Die Action. Du hast ein Pokémon aus dem Pokémon-Labor? Welch eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Hast du es kapiert, wovon ich spreche? Auch ich habe ein gutes Pokémon. Ich zeige dir, was ich meine. Ja, es kann öfter sein, dass wir aufgemuckt werden von diesem rothaarigen Geschöpf. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Es gibt Leute, die haben immer bei dem... Aber das kommt später dann. Die drei Fragezeichen möchten kämpfen. So, wir haben natürlich schön fleißig weiter trainiert. Ja, wir sind drei Level drüber und in dieser Generation kann ja das Starter-Pokémon noch keine Typ-Attacke, während, also auf Level 5, das wurde erst in der sechsten Generation eingeführt. Sonst könnte uns das Kanimani mit entsprechenden Wasserattacken jetzt schneller ziemlich schachmatt setzen als im Schäferzug. Es kann Kratzer, oder? Macht's Kratzer? Es kann Kratzer, ja. Ist jetzt auch zweimal schon Silber belegt. Also ein Kratzer wird jetzt auf jeden Fall schon wehtun. Und auch die Art des Gegner-Pokémons, auch wenn es keinen entsprechenden Attackeneinsatz hat, Einfluss auf die gewonnenen Erfahrungen. Das heißt, gerade weil wir jetzt gegen ein Kanimani gekämpft haben, erhalten wir besonders viele Erfahrungspunkte. 70 um genau zu sein. Das war auch Level 5, ja. Also. Ist alles Faktoren. Bist du wenigstens froh über deinen Sieg? Ja, aber natürlich. Silver erhält 300. Pokédollar. Ja. Mein Name ist die drei Fragezeichen. Ich werde der weltbeste Pokémon-Trainer sein. Ah, da hat er vergessen, dass wir schon auf dem Weg dahin sind. Wir sind nicht nur auf dem... Eigentlich sind wir nicht auf dem Weg dahin, wir sind auf dem Weg zu Professor Lind. Ja, aber ist ja gut. Das ist eine andere Geschichte. Aber jetzt wollen wir noch mal sehen, ob die Frau uns bemogelt hat oder ob wir da wirklich durchlaufen können. Nee, sie haben uns nicht bemogelt. Ich kenne dich da unten. Behalte dich im Auge. Wer ist er? Wirst du noch sehen. Okay. Neuborgia, die Stadt, in der der Wind der Erneuerung weht. Ich wollte es mal gesagt. Gehen wir nochmal raus. Gehen wir an die Stelle, wo Rot vorher stand. Liegt da ein Item? Ich war mir, nicht ganz sicher, aber ich glaube... Nee. Okay, schade. Ich dachte aber auch gerade, das wäre eigentlich voll die gute Stelle, dass er da was hinlegt. Also was verloren hat.
Hier liegt ein Kotglöckchen oder was auch immer. Denn da? Ich hörte, dass hier ein Pokémon gestohlen sei. Ich habe vom Professor Lind einige Informationen erhalten. Bei dem Dieb handelt es sich um einen jungen Mann mit langen roten Haaren. Wie? Und Schlangengehstock. Wie? Was? Du hast gegen einen solchen Trainer gekämpft? Hat er dir auch seinen Namen gesagt? Ja, okay, jetzt können das ist das, was ich meine. Polizei betrügen und sagen, rein theoretisch könnten wir ihn jetzt, so wie er sich genannt hat, 3 Fragezeichen nennen, weil das ist ja alles, was wir wissen. Ich wäre für Jochen. Ist allerdings weiß ich aus den Mangas heraus, wie dieser junge Mann heißt. Wer hätte es erwartet, wenn wir Silver heißen, heißt er Gold. Gut, bleiben wir klassisch. Wir bleiben Classic. Sein Name war also Gold. Danke, dass du mir bei den Ermittlungen geholfen hast. Daumen hoch. Polizeibeamte spackte weg. Und wir geben Professor Lind natürlich unser Hallo. Lind, Silver, das ist schrecklich. Oh, um was handelt es sich bei Mr. Pokémons großer Entdeckung? Silver übergibt Professor Lind das Rätselei. Oh mein Gott, das hier? Da muss ich gleich mal einen Schritt zurück machen, aber das ist doch ein Pokémon-Ei. Falls ja, dann ist es in der Tat eine große Entdeckung. Wie? Professor Eich hat dir einen Pokédex gegeben? Silver, ist das wahr? Das ist ja unglaublich. Kein anderer ist wie er in der Lage, das wahre Potenzial eines Trainers zu erkennen. Wow, Silver. Es ist vielleicht deine Bestimmung, der Champ zu werden. Es sieht auch so aus, als könntest du hervorragend mit Pokémon umgehen. Du solltest die Herausforderung der Pokémon-Arenen annehmen. Die nächste Arena befindet sich in Viola City. Silver, der Weg zu Ruhm ist lang und beschwerlich. Bevor du losziehst, solltest du mit deiner Mama sprechen. Ein freundlicher Hinweis. Und da bahnt sich auch schon das erste Chaos an? Nein, einer der ersten Kerne eines Pokémon-Spiels an. Es geht nämlich darum, Orden zu sammeln, die man beim Bestreiten von Arenen. Genau, und jetzt geht es gleich weiter mit dem Hauptbestandteil eines jeden Pokémon-Spiels. Wir erhalten Pokébälle. Um deinen Pokédex zu vervollständigen, musst du Pokémon fangen. Wirf Pokébälle nach wilden Pokémon, um sie zu fangen. Silver steckt Pokéball in Balltasche. Wir werfen einfach den Pokémon Bälle an den Kopf. Auf zu Mutti, was? Hier sind meine Bälle, Jungchen. Setze sie weise ein. Das ist ein niedliches Pokémon. Wo hast du es her? Du beginnst also ein Abenteuer. Okay, auch ich werde dir helfen. Aber was kann ich für dich tun? Ich weiß, ich werde für dich sparen. Auf der langen Reise ist Geld sehr wichtig. Soll ich dein Geld sparen? Die größte Identitätskrise oder die größte Krise in jedem Pokémon-Spiel der zweiten Generation beziehungsweise der vierten Remake-Generation dann. Soll Muttern sparen und unser Geld für sinnlose Sachen ausgeben oder soll sie es nicht tun? Ja, wir lassen sie sparen. Okay, ich verwalte deine Ersparnisse. Blödmann, Schwachkopf, Blödmann. Das könnte auch ein Raum sein. Sei auf der Hut. Heißt es nicht auf dem Hut? Na, okay. Pokémon sind deine Freunde, ihr müsst als Team auftreten. Also mach's gut. Das war erstaunlich leicht. Ich bin 10, ich gehe weg, du bist meine Mutter. Also meine Mom, ich war über 20, als ich ausgezogen bin. 21? Ja, doch. Glaube ich. Hat sie dir auch angeboten, und, Geld für dich zu sparen? Das nicht, aber sie hat nicht einfach hier, tschüss, mach's gut, tschüss, bist endlich weg. Ich habe noch nicht mal Unterwäsche mit. Also meine Spielfigur jetzt natürlich. Stell bitte die Logik dieses Spiels nicht in Frage. Das ist mein Job. Okay. Oh Gott. Genau, ich habe es gewusst. Ich habe dich schon öfters gesehen. Das wird unser Finalkampf. Wie viele Pokémon hast du bereits gefangen? Du willst, dass ich dir zeige, wie man Pokémon fängt? Kumpel. Ja, dafür haben wir noch Zeit. Ja. Im ersten Teil war es der alte Mann, hier ist es Kumpel. Glaube ich, oder? Hieß der nicht Kumpel? Bam, bam, bam. Ein wildes Ratzfratz. Ratfratz. Ich sage immer Ratzfratz. Jeder hat früher Ratzfratz gesagt, glaube ich. Ratzfratz. Genau. Kumpel setzt Pokéball ein. Jo, Kumpel. Alle haben Namen, nur Kumpel heißt Kumpel. Ich glaube, ich würde Kumpel Blase nennen. Toll, Ratfratz wurde gefangen. Boah, das gibt so ein falsches Bild davon. Ratfratz Level 5 fängst du nicht einfach so mit dem Pokéball. Ja, also nicht, wenn du selber nicht 20 Level drüber Illusion, bist. So geht das. Wenn du sie zuerst schwächst, kannst du sie leichter fangen.
Genau, und mit diesem Hinweis, dass man sie zuerst schwächen sollte, bevor man sie fängt, würde ich sagen, war es das auch für heute. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und so ist es. Macht's gut. Tschüss.